Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitag an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Unter anderem protestierten die Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Einige Protestteilnehmer hatten sich als Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing verkleidet. Dabei hielten die Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift »Wir brechen das Gesetz«. Nach gut einer Stunde lief der Verkehr an der Siegessäule wieder wie gewohnt. Laut dpa-Reporter ließ die Polizei zunächst zwei Aktivisten auf dem Boden kleben, weil sie den Verkehr nicht beeinträchtigten. Auch in München kam es zu Sperrungen. Am Stachus klebten sich mehrere Aktivisten fest und blockierten den Verkehr in eine Richtung. Wie Aufnahmen von Focus Online zeigen, trugen auch dabei vereinzelt Aktivisten Masken mit Politikergesichtern. Allerdings war die Polizei schon dabei, die Kleber von der Straße zu lösen.